Mit der Hohe Jagd und Fischerei 2017 war Salzburg vom 16. bis 19. Februar das Mekka der alpinen Jäger und Angler. Interessant war die Show freilich nicht nur für jene, die sich eine neue Wumme zulegen wollten. Von Outdoor-Bekleidung über Reisen bis hin zu jagdlichen Trophäen und Einrichtungsgegenständen reichte das Angebot der Aussteller. Nicht zuletzt auch unser Krabbelzeug stand auf der Hohe Jagd 2017 im Rampenlicht. Allen voran Polaris-Guru Gerold von Blon zeigte entsprechend umgebaute Sportsman- und Ranger-Modelle. Und auch das Zubehör dafür fehlte nicht auf Garys Stand. Vom Gewehrhalter über Spikes für Raupen, Reifen und Schuhe bis hin zum Anhänger lässt der Utility-Spezialist aus Nüziders in Vorarlberg keine Wünsche offen, was alpine ATV- und Side-by-Side-Einsätze betrifft. Nicht lumpen ließ sich das österreichische Bundesheer. Auf der Suche nach Nachwuchssoldaten wurde ein Hightech-Allradler von Iveco gezeigt, mit dem sich richtig große Vögel erspähen und ausschalten lassen. Mit dabei auch Argo mit seinen beraubten Amphibien, für die es mittlerweile offizielle Straßenzulassungen gibt. Beim Offroad-Zubehörspezialisten Taubenreuter stand, was unser Krabbelzeug betrifft, das Programm vom Seilwindenhersteller Warren im Fokus. Klar, dass auf der Hohe Jagd 2017 auch der kanadische ATV- und Side-by-Side-Hersteller BRP vertreten war. Die Can-Am-Vertragshändler Hochfilzer und Spindelböck zeigten das aktuelle Fahrzeug- und Zubehörprogramm sowie entsprechende Umbauten. Vom Feinsten auch das kulinarische Angebot auf der Hohe Jagd 2017. Käse zum Beispiel, dessen Kilopreis sich auf dem Niveau von argentinischem Rinderfilet bewegte. Die Jäger haben's ja. Die nächste Hohe Jagd und Fischerei wird vom 22. bis 25. Februar 2018 stattfinden.